Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag, einen wundervollen Start in die Woche. Dir geht es gut und du bist voller positiver Kraft und freust dich auf die kommende Botschaft, was dich für den morgigen Tag erwarten möchte, zu dir kommen möchte. Genieß und entspanne die kommenden Minuten. Und wir haben für dich zwei Botschaften. Page des Feuers, Page der Stäbe ist hier Neubeginn, viel Kommunikation und das Ass des Wassers, Ass der Kelche. Wundervolle Botschaften, wundervolle Botschaften. Wir haben mit dem Page des Feuers kontaktfreudig, kreativ, zuversichtlich, hellmisch. Nachrichten über eine aufregende neue Unternehmung. Nutze deine Genialität und deinen Einfallsreichtum. Und wir haben für dich das Ass des Wassers. Sich verlieben oder eine alte Beziehung wieder aufleben lassen. Spirituelles Wachstum und gesteigerte Intuition. Neues Zuhause. Wundervolle Botschaften. Kannst du das so ganz kurz sehen? Ich werde dir erst einmal mit dem Page, also mit dem Page des Feuers, werde ich erstmal beginnen, dir das näher bringen und dann einmal mit dem Ass der Kelche. Nachrichten über eine aufregende neue Unternehmung. Die Engel führen dich, damit du diese neue Situation von ganzem Herzen annimmst. Sie mag sich wie eine Herausforderung anfühlen, doch ist es eine, auf die du vorbereitet bist. Begeistere die Menschen mit deiner Originalität und deinem Einfallsreichtum. Ein kontaktfreudiger, kreativer junger Mensch mit einer Passion für das Leben. Jemand, der enthusiastisch neue Erfahrungen sammelt und dafür sorgt, dass Dinge passieren. Optimistisch, voller Selbstvertrauen, mutig, anregend, eifrig, verschmitzt. Gute Neuigkeiten, ein kreatives Projekt, Glauben an sich selbst. Das war einmal diese Karte und ich gehe weiter zu der nächsten Karte. Ein wundervoller neuer Mensch kommt in dein Leben. Das könnte eine aufregende Liebesbeziehung sein. Oder du verliebst dich neu in deinen gegenwärtigen Partner. Positive Emotionen wie Freude, Vergnügen und Glückszufälle sind wahrscheinlich. Es ist gut möglich, dass du dich verliebst. Deine außersinnlichen Fähigkeiten, vor allem Hellfühlen, intuitive Gefühle, sind in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Deine gegenwärtigen, reichen, emotionalen Erfahrungen gehen einher mit spirituellem Wachstum, wahre Freundschaft, Seelengefährten, Mitgefühl und Güte. Ein neues Zuhause. Wundervolle Botschaften hier aus dem Engeltarot von Doreen Virtue. Also schau mal, lass dich überraschen mit ganz, ganz viel wundervoller Energie. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Genieße die Momente, jeden Moment in deinem Leben. Wir hören uns morgen. Gute Nacht.